Nach den Terroranschlägen von Paris wird nicht nur umso mehr über unser aller Sicherheit diskutiert, es wird auch nochmal umso mehr getan. Verstärkte Kontrollen sind da eine der Maßnahmen, zum Beispiel in der deutsch-belgischen Grenzregion. Wir zeigen Ihnen einmal, wo dort überall kontrolliert wird und wie die Polizisten für mehr Sicherheit sorgen wollen. Die Bundespolizei ist immer noch in höchster Alarmbereitschaft. Die Sicherheitslage im Grenzgebiet Aachen angespannt. Auch nach fast 3 Wochen kontrolliert die Polizei Zufahrtswege von und nach Belgien. Auf der A44 nehmen die Beamten jedes Auto, jeden LKW ins Visier. Gesucht werden Täter und Hintermänner der Anschläge von Paris. Ja, das ist das Hauptkreuz, wenn man von Paris über Brüssel fährt, Richtung Aachen und dann weiter nach Deutschland rein. Also ist das hier die Hauptverkehrsachse. Für die Beamten ist das keine normale Verkehrskontrolle. Zur Ausrüstung gehört deshalb auch nicht nur die kugelsichere Weste. Die Kollegen jetzt hier haben eine Maschinenpistole und das ist dann der Sicherer. Also der hat den anderen Kollegen dann zu sichern. Man weiß selbst aus Erfahrungswerten in Paris, was für Waffen die Terroristen gebrauchen. Und deswegen haben wir auch verstärkte Waffen hier im Einsatz. Mit der Waffe im Anschlag nimmt die Polizei verdächtige Wagen genauer unter die Lupe. Ein Kleintransporter mit mehreren jungen Männern und einem unübersichtlichen Haufen Gepäck. Ein Fall für den Hundeführer und Sprengstoffhund Eik. Der belgische Schäferhund ist eine der erfahrensten Spürnasen der Republik. Er riecht nicht nur Sprengstoff, sondern auch Personen, die sich möglicherweise im Auto versteckt haben. In diesem Fall Fehlalarm. Bei der Gruppe handelt es sich um junge Bulgaren, die zum Urlaub nach Hause fahren. Sie finden es richtig, dass die Polizei kontrolliert. Wegen der Kontrolle ist die Autobahn auf eine Spur verengt worden. Stau ist die Folge. Die Autofahrer reagieren gelassen, auch die, die herausgewunken werden. Die deutschen Kontrollen finde ich sehr gut. Ich fahre öfters von Frankreich nach Belgien. Dort an der Grenze sind gar keine Kontrollen, was mich wundert und ich nicht gut finde. Ein Auto nach dem anderen wird inspiziert. Tausende Papiere und Ausweise mit dem internationalen und nationalen Fahndungsregister abgeglichen. Sogar in Reisebussen wird nach verdächtigen Personen gesucht. Terrorverdächtige sind der Polizei hier noch nicht ins Netz gegangen, aber erstaunlich viele Kriminelle. Wir hatten alleine über 25 Festnahmen mit Haftbefehl. Einen Haftbefehl wegen schweren Wohnungseinbruch, der zu 3 Jahren und 10 Monaten jetzt absitzen muss. Dann hatten wir 3 Schleuser festgenommen mit 11 Gehschleusen. Dann hatten wir über 100 Fahndungstreffer. Also eigentlich eine beträchtliche Bilanz, die wir jetzt zurzeit festgestellt haben. Auch am Hauptbahnhof Aachen ist die Bundespolizei verstärkt im Einsatz. Grenzkontrollartige Maßnahmen durchführen, heißt ihr Auftrag. Die Beamten nehmen den einfahrenden Zug aus Belgien in Empfang. Unter den Passagieren fallen ihnen 2 junge Männer auf. Taschen- und Körperkontrolle, nichts Verdächtiges. Trotzdem müssen die Reisenden aus Afghanistan mit auf die Wache. Sie sind ohne Papiere unterwegs und auch nicht als Flüchtlinge registriert. Ja, es geht hier eben um grenzüberschreitende Züge und das ist im Moment besonders wichtig, weil wir eben feststellen müssen, dass in Belgien sehr viel passiert, dass in Belgien ein sehr großer Bereich der potenziellen Täter wohnt. Und für uns ist es eben wichtig, genau diese Filterfunktion jetzt hier wahrzunehmen und zu sagen, wir möchten sicherstellen, dass keiner nach Deutschland einreist. Auch der Thalys nach und von Paris wird täglich inspiziert. Die Polizei lässt sich zwar von uns mit der Kamera begleiten, aber in die Karten gucken lässt sie sich aus taktischen Gründen noch lange nicht. Wir versuchen natürlich so zu arbeiten, dass wir punktuell und kurzfristig einschreiten und die Räume wechseln, eben auch die Taktik wechseln, über die ich hier nicht konkret reden möchte. Aber wir arbeiten natürlich nicht nur mit erkennbaren Kräften, sondern auch mit Zivilkräften. Und das möglichst so, dass wir eben für das Gegenüber nicht berechenbar sind. In der Bahnhofshalle fallen 2 herrenlose Koffer auf. Gehören die Koffer Ihnen? Nein. Der Besitzer findet sich, er war einkaufen. Der Mann muss mit auf die Wache, weil auch er ohne Papiere unterwegs ist. Wir sind da sehr sensibel, weil wir eben auch wissen, dass Trolleys nicht unbedingt immer nur mit Bekleidung gefüllt sind. Sprengstoffhund Eik ist in Zeiten wie diesen ein besonders gefragter Hund und ständig im Einsatz. Mit seinem Hundeführer kontrolliert er regelmäßig die Schließfächer. Durch die geschlossene Tür riecht der Hund explosives Material.
Wir betrachten die Lage schon als sehr angespannt, weil wir eben noch konkret nach den Tätern aus Paris fanden, zumindest nach Teilen der Täter aus Paris. Die deutsche Binnengrenze, eine von 83 Straßen zwischen Nordrhein-Westfalen und Belgien. Früher gab es hier Grenzposten. Seit fast 3 Monaten finden hier wegen der Flüchtlingsströme wieder Kontrollen statt. Nach den Anschlägen von Paris sind die bis auf Weiteres verlängert worden.